ist wieder der Jens Handro von der Denver and Rio Grande Western Railways im schönen Elztal aus der deutschen Bastelstube. Und heute ein Umbau, mal wieder, ein Flatcar, und zwar ein von LGB, die ganz normalen Kunststoffwagen, die man im Internet ja ersteigern kann, so ungefähr so für 45 Euro. Und die Zubehörteile sind dann alle von Ozark, die werden aber gleich erwähnt. Viel Spaß beim Schauen und viel Spaß beim Nachbauen. Hier haben wir das gute Stück. Es handelt sich also um einen ganz normalen LKW-Wagen. Pennsylvania 65, 3x die 0. Die Beschriftung habe ich übrigens gelassen. Passt jetzt zwar nicht ganz zu unserer Bahngesellschaft, aber es kann ja ein Gastwagen oder ein ausgeliehener Wagen sein. Ne? Passt also immer. Was wir halt alles gemacht haben, erkläre ich jetzt mal ganz kurz im Einzelnen. Sehr auffallend ist natürlich, dass die Beplankung, in diesem Fall diese Kunststoffbeplankung, entfernt ist und das Ganze durch Originalholz ersetzt wurde. Die Durchführung ist da relativ einfach. Man nimmt sich ein geeignetes Werkzeug und sägt einfach den oberen Bereich über diesem Rahmen sauber ab. Ich habe das gemacht mit so einem Dremel-Zubehörteil, wo eine Scheibe, eine Trennscheibe auf die gewisse Distanz eingestellt wird, und dann legt man den Wagen einfach andersrum und sägt sauber ab. An dem Wagen sind ursprünglich hier auch so eine Griffimitate, beziehungsweise die Handbremse wird ja normalerweise hier reingesteckt, nur das sieht relativ komisch aus. Das ganze Zeug muss natürlich vorher erst alles abgeschliffen werden. Genauso wahrscheinlich, um diese Container zu transportieren, sind hier immer so eine Halterungsecken drin. Hier vier Stück und da vier Stück, die dann für die Container, die man draufstellt, damit die nicht wegrutschen. Auch die Ecken müssen vorher mal abgeschliffen werden, sodass man das, wenn man das auf den Rücken legt, ordnungsgemäß sauber in einer gewissen Höhe, so circa 3 mm, am Rahmen drumherum mit diesem Schneider sich bewegen kann. Man kann es übrigens auch mit einer Oberfräse machen, je nachdem, was ihr da zur Verfügung habt. Daraus entsteht natürlich ein schönes Kunststoff-Holz-Plattenteil. Die habe ich dazu benutzt, um zum Beispiel draußen meine Lumbercamp-Zelte mit Türen zu bestücken. Weil daraus kann man sehr schöne Türen bauen, weil die sehen ja schon aus wie Holz, müssen nur ein bisschen farblich verändert werden. Das Holz selber ist einfach ganz normales Fichtenholz, geschnitten, entsprechend in Breite gebracht, sodass das nachher schön aufgeht hier, von vorne bis nach hinten. War bei mir immer wieder ein schöner Zufall, dass das genau aufgeht, wenn man die hintereinander geklebt hat, dass man da nicht noch ein Stück hineinsetzen muss. Die Holzleisten werden ganz einfach zugesägt, also ganz normale Holzleisten. Wie gesagt, aus frischem Holz. Die sind natürlich nachher sehr glatt. Der zweite Arbeitsschritt ist dann mit so einer Bürste, so einer Stachelbürste, die wird einfach in die Bohrmaschine gespannt. Dann dreht die sich und dann wird einfach das Holz schön dran gehalten, etwas mehr oder etwas weniger gedrückt. Und daraus entsteht dann die sogenannte Maserung. Und die Ecken auch ein bisschen mehr, weil so ein Wagen sorgt ja dafür, dass die Kanten meistens etwas abgenutzter sind, weil Ladegut möglicherweise heruntergezogen wird oder aufgezogen. Dann passt das relativ gut. Wenn die dann also eine schöne Rillenstruktur haben, sodass es aussieht wie altes Holz, und dann kommt die farbliche Behandlung. Und die farbliche Behandlung ist auch wiederum recht einfach. Das ist ganz normale Wasserfarbe, diese Tuschkastenfarbe. Die wird schön verdünnt, also in diesem Fall schwarz. Und auf die Brettchen einzeln aufgetragen. Kann man ein bisschen probieren, wie man es halt haben will, dass das nachher auch schön aussieht. Die Enden nicht vergessen, die Seitenteile nicht vergessen. Und wenn das dann abgetrocknet ist, dann einfach mit Weiß, selbe Farbe, nur halt in Weiß, noch ein bisschen kaschieren mit einem Pinsel. Das Ganze dann abwischen, so wie man das halt haben will, und dann einfach trocknen lassen. Und das Ganze dann halt so lange probieren, bis das halt entsprechend aussieht, wie man es gerne in der Farbe haben will. Das geht heller oder dunkler, je nachdem, wie ihr es wollt. Wenn noch ein bisschen ganz alte Patina rauf soll, dann nimmt ihr einfach diese Farbe hier in Grün und macht dann noch ein bisschen zusätzliche Pinselstriche, und dann sieht das Ganze hervorragend aus. Eine weitere Idee ist, ich habe jetzt, dadurch, dass ich schon 20 Jahre lang Sachen für draußen baue, ab und zu auch mal ein paar Reste, beziehungsweise von Sachen, die halt nicht mehr so gut funktionieren. Ich hebe mir immer alle
alten Holzteile auf. Wenn man das jetzt zum Beispiel sieht, das sieht ja hervorragend aus. Wenn man das in der Mitte jetzt trennen würde, also zersägen würde, hätte man schon mal einen schönen Wagenboden, der dann auch wirklich original aussieht. Also Tipp an euch, wenn ihr mal draußen irgendwas habt und es geht kaputt, baut es neu, aber hebt euch die alten Bauteile auf, weil am allerbesten kannst natürlich Mutter Natur dieses Alter. Sieht dann praktisch nahezu perfekt aus. Etwas filigraner ist dann nachher die ganzen Bretter auf den Wagenkasten aufzukleben. Ich habe das einfach mit Sekundenkleber gemacht. Zwischen dem Kunststoff und dem Holz hält das sehr gut. Hier sind auch mal ein paar von diesen Rungen auf Holz eingesteckt, weil deswegen nur drei, weil wenn man diese Museumsbahnen beobachtet heutzutage, sieht man, dass nicht immer alle Rungen drin stecken, sondern immer nur ein paar, was natürlich auch optisch sehr schön aussieht. Wie gesagt, die Herausforderung ist natürlich, diese Rungentaschen entsprechend auszusägen, dass sie aber reinpassen. Ist ein bisschen Friemelarbeit, aber nicht schlimm. So, wenn man den Wagenkasten mal genau betrachtet, sieht man, das Bild wird es wahrscheinlich ein bisschen übertragen, dass der tatsächlich durchhängt. Dieses Durchhängen des Rahmens ist dadurch entstanden, durch das Absägen wurde der Rahmen thermisch beansprucht und hat sich durchgebogen. Das ist natürlich eine sehr schöne Geschichte, habe ich so gelassen. Weil auch in Natur sind die Wagen, je älter sie werden, fangen sie an durchzuhängen. Sieht also auch irgendwie cool aus. Wollte ich also nicht ändern. Als nächstes, wo der Wagenboden dann fertig war, Aufstiege. Das sind diese Aufstiege, die man von Oza kaufen kann. Es gibt auch welche aus Neusilber, kann man im Internet mal gucken. Die sind schon fertig. Haben hinten einen Dorn, braucht man nur zwei Löcher reinbohren, Kunst- bzw. Sekundenkleber benutzen und dann mit diesen beiden Dornen in den Löchern sie arretieren. Hält hervorragend und sieht auch cool aus. Vorher waren ja von LGB diese angesetzten Teile unten dran, die mehr oder weniger wie so eine Art U aussehen. Hat mir nicht gefallen. Einfach absägen, schön schleifen, dass es schick aussieht und schon sieht das bedeutend besser aus. Des Weiteren haben wir, ich mache das mal ein bisschen größer, dass man es besser erkennen kann. Kleiner Moment, geht gleich weiter. Haben wir Griffe ausgetauscht. Die LGB-Wagen haben noch nicht mal Ansätze von Griffen, die haben nur hier oben diese Kunststoffgriffe raufgedrückt. Die kann man hier rausziehen, also beziehungsweise diese angesetzten. Die einfach nur so komisch aussehen, wie so ein Flachteil. Habe ich auch da als abgeschliffen. Griffe ersetzt, das sind ganz normale Griffe, die kann man ja im Stück kaufen. Ne? Die habe ich hier von Bertram Hein. Gibt es in kleiner und in großer Variante. Das sind die kleinen, die gibt es auch noch ein Stück länger. Die sind aus Messing und die halten sehr gut. Sind also auch sehr stabil. Funktioniert also auch sehr schön. Die nächste Geschichte ist die Bremse. Vorher war ja da nur ein Loch gebohrt und dann so ein hässliches Kunststoffteil reingesteckt, was nicht sehr schön aussieht. Erstens sind die Dinger viel zu klein, weil die haben ja eine gewisse Höhe. Es gibt übrigens zwei Varianten: einmal mit dem normalen Bremsrad, das so hoch steht, und einmal mit dem Bremsrad, was kurz über dem Wagenboden ist. Wurde bei der Denver Western in Charma sehr gern benutzt, um längere Ladegüter zu transportieren, dass dieses Bremsrad halt nicht stört. Ja, ich habe mich für die etwas längere Variante entschieden und das sieht auch relativ gut aus, wenn ich meinen kleinen Freund hier nehme. Hier ist er. Wenn ich den dann so hinstehe, hat er dann praktisch ungefähr in Hüfthöhe, ein Stück höher, ist das Bremsrad. Hat man übrigens einen schönen Anhalt, falls ihr die Maße wissen wollt. Ich habe das einfach nur, dass es halt passt. Ne? Und dann kann er die Bremse sehr schön bewegen, wenn man seinen Kaffeepott wegstellt. Ja? So, die Anbauteile, die sind auch wieder von Ozark. Sind ja zwei bzw. drei Teile. Das ist hier diese Kleinod hier. Die gibt es dann also immer im Sack zu kaufen. Da gibt es dann hier so Bremsräder. Dann die untere Aufnahme, das ist das hier hinten, das Teil. Man hätte es auch rauspacken können. Hier sieht man übrigens sehr schön von hinten mit einem Dorn. Braucht man nur ein Loch reinbohren, den Dorn mit Kunst bzw. mit zwei Kommunen. Jetzt habe ich es. Mit Sekundenkleber und dann festkleben. Das ist praktisch diese untere Traverse, wo diese Spannkette drin ist. Und dann gibt es noch das Teil hier mit dieser Ratsche. Loch einbohren und dann hat man das Ganze dann hier dran. Sieht also auch sehr gut aus. Farblich behandelt und dann hat man eine komplette neue Bremse. Sieht also bedeutend schöner aus und ist eine relativ einfache Geschichte. Das Teil hier ist natürlich Rundmetall aus Messing. Der nächste Punkt, das sind diese Kupplungsaufnahmen hier, ne? Diese hier.
Die sehen relativ massiv aus. LGB macht ja leider diese flachen Dinger da dran, viereckig mit einem Schlitz drin. Die haben mir auch nicht gefallen. Einfach absägen, runterschleifen, schick machen. Und dann gibt es auch wieder, die sind auch von Ozark. Die kann man kaufen. Da kosten, glaube ich, 4 Stück von denen. Also für 2 Wagen kosten 6 €. Und das sieht total cool aus. Also sehr, sehr schön gemacht. Die sind von unten offen, damit die Kupplung noch genug Spiel hat. Damit man die nachher auch benutzen kann und die da nicht dran schleift. Bei der Bewegung. Der nächste Punkt wären die Entkupplungen selber. Also die, wie es ja bei mir immer schön gemacht wird. Also erstmal machen wir sie zu. Funktioniert natürlich sehr schön. Ne? Kann man die anfassen. Macht man das Ding hoch. Okay. Und dann gehen die auch auf. Na, ich sehe gerade, ich habe vergessen, diese kleine Ronde hier anzumalen. Machen wir später. Also auch sehr funktionstüchtig. Braucht man kein Entkupplungsstängchen mehr. Diese martialische Beule hier, die ist im Original tatsächlich so groß, weil die Beule muss ja an diesem Teil vorbei und trotzdem noch nach oben reichen. Deswegen sieht das ein bisschen stark gebogen aus. Ist aber jetzt nicht ganz so schlimm. Passt. Die Ketten, ganz normal gekaufte Ketten. Und wie man dieses Teilchen herstellt, das ist auch wieder ganz einfach. Das ist Messingdraht. Und die Enden, um nachher mit dieser Bohrung versehen die Kette aufzunehmen, ist genau so, wie ich es beim letzten Mal schon erklärt habe, einfach das Material zwischen 2 Stahlblöcke gelegt, mit einem Hammer draufschlagen, dann wird das platt. Und wenn das platt geschlagen ist, ankörnen, Loch einbohren, das Ganze ein bisschen rundfeilen und schon ist die Laube fertig. Das andere sind ganz normal gekaufte Ketten hier. Die kann man übrigens auch aus Messing kaufen. Die sind geschwärzt. Tun auch ihr Gutes. Passt ganz gut. Ja. So. Dann haben wir noch unsere Lufthähne, also unsere Luftleitungen. Die sehen auch sehr gut aus. Die sind von Ozark. Und in diesem Fall so gebaut, dass man, ich hebe das mal jetzt hier an, wenn der Wagen eine Kurve fährt, dass diese Bremsschläuche sich mitbewegen. Ja, ist ja dann doch ein Wagen, der schon auf engeren Gleisbögen fährt, wie zum Beispiel in der Waldbahn. Dann, wenn man den hier dran bauen würde, dann würde die Kupplung gegen den Bremsschlauch gegenschlagen und das wäre schade. Das sieht dann nicht so schön aus. Hier sind mal ein paar Fotos, wie ich das Ganze gebaut habe. Auf der anderen Seite genau das gleiche, nur halt ohne Bremse. Da sieht man das dann nochmal sehr schön. Auch hier die Ronde noch nicht angemalt, aber ansonsten das gleiche Prinzip, nur dass man halt diese große Beule nicht braucht. Funktioniert also auch sehr schön. Die Drehgestelle sind übrigens sehr interessant. Es sind keine normalen LGB-Kupplungen, kann man die auch sehr schön sehen. Die Drehgestelle stammen von einem Fahrzeug, wo ich euch letztens gezeigt habe, wo ich diese Stockcars umgebaut habe. Dieser grüne, vielleicht könnt ihr euch erinnern, der eigentlich recht hässlich aussah, war aber der einzige, der auf dem Dach durchgehende Bretter hatte, was mir sehr gut gefallen hat. Und von dem sind die Drehgestelle. Die sind sogar gefedert. Also das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Weiß nicht, wo die her sind. Mal sehen, ob ich sie noch finde im Internet. Weil die haben wirklich eine sehr schöne Lauffähigkeit. Kleiner Nachteil, die Kupplungen sind ein wenig tiefer wie die LGB-Kupplungen, aber die Kupplungsmäuler sind lang genug, das passt trotzdem. Ja. Funktioniert also wirklich sehr gut. Ja, und ansonsten, unten das Sprengwerk, das kennt ihr ja von den anderen Umbauten. Das kann man jetzt gerade ein bisschen schlecht sehen. Das Sprengwerk auch entsprechend umgebaut mit diesen Spannschlössern. Spannschlösser werden vorher eingebohrt, damit diese ursprünglich sehr metallen aussehenden Stangen weiter benutzt werden können. Die werden einfach abgeschnitten, da reingesteckt und dann schwarz gemalt. Ich sehe, ich habe vergessen, meine Leiste da reinzuschieben, weil normalerweise gehören hier Bretter rein. Gucken, was sie jetzt problemlos reinkriegen. Ja, das wird wahrscheinlich noch nicht so ganz schick. Müssen wir mal kurz ein wenig fummeln.
Schnuff. So, jetzt haben wir das fertig. Ich gehöre da rein, ne? Damit die Spannschlösser sich nicht während der Fahrt aufdrehen und der ganze Wagenkasten in der Tat durchbricht. Aber das wollen wir vermeiden. So, da haben wir den schönen im Stück. Finde sehr gut gelungen. Die Kosten halten sich nicht in Grenzen tatsächlich, muss man fairerweise sagen, weil normalerweise braucht man ja für die Kunststoffachsen schon mal vier neue. Die kosten ja alleine schon um die 35 Euro. Dann die Anbauteile, die einzelnen, also das Bremsrad, Stange, okay, das ist ja Massenware, dann diese kleinen Teile. Dann die Auftritte hier, diese Dinger, die muss man ja auch extra kaufen. Die Spannschlösser sind alles teilweise OZAG-Teile. Also mit ca. 45 Euro muss man schon rechnen, alleine nur die Zubehörteile. Ja. Wenn man dann noch den Wagen selbst käuflich erwirbt, kommt man da schon auf eine relativ große Summe. Aber ich sag mal so, wenn man diese Wagen umbaut, hier nochmal diese Federwirkung, sind tatsächlich echte Federn da unten drin, ne? Dann sieht das schon sehr schick aus. Davon dann 10 Stück, dann hat man was. Das war mal wieder ein kleiner Einblick in unsere Bastelarbeit. Nachbau ist übrigens relativ einfach. Es ist wie gesagt keine Raketentechnik. Ein bisschen Übung, diese Holzbretter so ein bisschen anmalen, ja, da muss man halt mal ein bisschen probieren. Aber ich glaube, egal wie man es macht, die kann man trotzdem alle benutzen. Wichtig ist, wenn er sie anmalt, alle auf einmal, dann wieder durcheinander bringen, sodass da kein Muster entsteht und alles schön durcheinander aussieht. Es gibt ein besseres Originalbild. Ja, und ansonsten, da steht er ja noch, wünsche ich euch viel Spaß. Kurz vor der Jahreswende hat man ja wieder ein bisschen mehr Zeit, im Keller etwas zu bauen. Wenn ihr Fragen habt, einfach unten in den Kommentaren erwähnen. Ansonsten wünsche ich euch viel Gesundheit, gerade zur Zeit dieser kleinen asiatischen Mikrobe. Und einen schönen Jahreswechsel. Bis später und danke fürs Zuschauen. Ciao.